auch, also ich ich fände es auf jeden Fall mal gut, wenn wir in einer Welt leben würden, wo sich die Leute auch wieder mehr, auch wieder darauf konzentrieren, wieder auch mehr von den Sachen, die sie brauchen, auch selber herzustellen. Also sei es Lebensmittel oder wer technisch versiert ist, Elektronik oder auch andere oder auch sonst irgendwas. Also was man gerade so braucht, dass das wieder mehr, dass das vielleicht wieder mehr so geht hinsichtlich so ein Dorf versorgt sich selber. Also einer macht eine Autarkie herzustellen. Ja, so, also zumindest, es muss ja nicht von einem heute auf morgen sein, sondern so langsam, aber sicher so hinsichtlich Autarkie. Und das wäre schon mal eine Sache. Und das andere halt eben, wo wir gerade eben auch schon geredet haben, nämlich mit direkter Demokratie auf jeden Fall. Das würde ich gerne leben. Das würde ich gerne ergänzen. Und zwar das Ganze auch, kommerzfrei. Und zwar wie ein Wald. Da expandieren die Ameisen auch nicht, nur weil sie gerade in der Überzahl sind, sondern sie haben ihren Staat und sie machen ihr Ding und tun auch noch einen Beitrag zum großen Ganzen, nämlich zu dem Wald. Ja. Und ebenso wie jedes andere Lebewesen. Mhm. Und nicht irgendwie, da geht kein Tier hin und sagt, warum sollte ich das machen, was habe ich davon? Oder was gibst du mir, damit ich das mache? Ja. Würdest du gerne was sagen? Noch nicht? Ja, aber weißt du was? Ich soll dir gerne eine Übersetzung unterschreiben. Wir müssen einfach bei Null. Kennt ihr Venus Projekt? Hallo. Venus ist ein Projekt, welches ermöglicht, dass wir ein System haben, welches kein Geld nicht bedarf. Ja? Ist alles automatisiert mit Hard- und Software. Das System, also Roboter bauen Roboter pflanzen, ernten, nähen, bauen Häuser, die nicht bezahlt werden müssen. Und wir können unsere Wünsche erfüllen, was wir wollen. Also, ich erinnere mich an meine Jugend, wo ich in die Schule gehen musste, ja, und ich wollte nicht. Da frage ich euch jetzt, das war bestimmt bei euch auch so, was habt ihr damals gewollt, anstatt in die Schule zu gehen? Also, ich wollte spielen. Ich wollte mal Erfahrungen sammeln, ich wollte mal rausgehen und irgendwas machen, was Spaß macht und nicht. Und das will ich haben. Das will ich auch noch mit meinen alten Jahren, also mit meinen mittleren Jahren, wie jetzt, Mitte 40er, und dann im alten Jahr will ich immer noch das fühlen, das Wollen, wenn ich morgens aufstehe, nicht daran zu denken, was ich jetzt machen muss, sondern was ich jetzt machen will. Und einfach machen können. Venus-Projekt. Eine Stadt, die 20.000 Leute versorgt und sich selbst. Darf man sich da hinhocken? Ja, 20.000 Leute können dort wohnen, die brauchen nichts außer ein Rufnummer oder was, ein Telefon beispielsweise. Ja. Er will irgendwo hin, er ruft an, steht Auto, direkt innerhalb von wenigen Minuten steht Auto vor der Tür, der steigt ein, der Vater dahin, wo er hin will, Flughaft, ja. Dann geht er raus, steigt in den Flug, welcher dahin fliegt, wo der hin will, und dann fliegt er rüber, steigt dort aus und was weiß ich. Und sowas will ich haben, so ein System, in dieser Welt will ich leben. Das ist das, was ich will. Also ich kenne das, was du meinst. Und da muss ich dich mal korrigieren. Da gibt es keine Flugzeuge. Weil Flugzeuge ist das verschwenderischste, energieverschwenderischste Transportmittel überhaupt. Und es gibt andere Möglichkeiten, die mit einem Bruchteil an Energie auskommen und mindestens genauso schnell sind. Und auch viel gesünder, also für die ganzen Planeten gesünder sind. So rum. Und ja, das mit den Autos, das war ja auch so eine Sache, irgendwie Sharing, ne? Also man hat eins, wenn man eins braucht, aber wenn man es nicht braucht, dann nutzt es ein anderer. Aber zum Thema, was du gesagt hast, in die Schule gehen, wenn ich keinen Bock drauf hatte und so. Die Sache ist die, man kann ja die Schule so gestalten, dass man gerne hingeht. Es gibt in anderen Ländern, gibt es solche Konzepte, da gehen die Kinder mit Begeisterung hin. Und die gehen dann nicht von 8 bis 1, 2 Uhr hin,
sondern die haben da auch ihren Lehrplan, aber der ist locker gestaltet. Die Kinder lernen mehr voneinander als von irgendeinem Lehrer, der da vorne steht und denen was eingaukeln. Ja, das ist halt eben dieses Konzept, dass die Schüler da auch selber lernen halt eben. Genau. Dass man selber da in kleinen Gruppen lernt. Hätte ich in meiner Schulzeit gerne gehabt, beziehungsweise ich hatte es manchmal auch, es war doch immer, wenn die Aufgaben waren nicht interessant, das war wieder die andere Sache, das war halt eben der alte Lehrplan. Ja, daran kann man ja feilen und ja, dem Ganzen anpassen. Und die Sache ist die, also die Kinder, die gingen da morgens ganz normal zur Schule, mittags, je nachdem, haben die entweder dort gegessen oder wer in der Nähe wohnte, ging schnell nach Hause, hat gegessen, hat sich umgezogen und dann sind sie wieder zur Schule gerannt, weil die es kaum erwarten konnten, in irgendwelche Projekte da, in denen sie sich eingeschrieben haben und die sie gerne machen, dort weiterzumachen, weil die Begeisterung da war. Und das hat mal ein kluger Hirnforscher gesagt, ein Deutscher. Moment, ob ich das genauso jetzt zusammenkriege. Man kann auch mit 80 noch etwas lernen. Es muss einem unter die Haut gehen. Wenn man das mit Begeisterung macht, dann kann man auch einem 80-jährigen Deutschen Mandarin beibringen. Und das ist die Sache. Es ist absolut machbar. Nur so wie es hier gehandhabt wird, das ist halt die andere Sache. Und es gibt Alternativen, das ist eigentlich, was ich sagen will. Es gibt Alternativen zu so ziemlich jedem Thema. Konstruktive, gesunde Alternativen. Man sollte sich einfach nur damit befassen und diese auch angehen. Und ja, in erster Linie informieren und dann auch zusammen, so wie wir hier sind zum Beispiel, das Ganze einfach angehen. Einfach tun. Sascha, Benedikt. Ja. Bitte. Warum nicht? Ich soll hier auf die Ubuntu-Party am 27. diesen Monats in Brebach, jetzt am kommenden Samstag, findet eine Ubuntu-Party statt. Und zwar in Brebach. Wo steht das? In der Turnhalle. Ah, okay. Ich habe meine Brille nicht an. Was denn? Ja gut, dann mache ich noch schnell. Gut. Ja, dann mache ich noch schnell. Dann muss ich auch schon los. Also, ja, gut, lese ich das da gerade vor. Also, am Samstag, 27.09.2014 in Saarbrücken, und zwar in der Gaststätte zur Turnhalle in Brebach-Fechingen, ab 14 Uhr, offenes Ende, da findet die Ubuntu-Party statt. Und so wie es hier auf dem Zettel steht, ist es ein revolutionärer Plan für gerechten Wohlstand. Also darum geht es dann wohl. Und Untertitel, die Enthüllung des globalen Bankenbetrugs, okay. Also könnte interessant werden. Und ja, wie gesagt, nochmal am 27.09.2014 ab 14 Uhr. Jo. Und ja, dann... Achso, wenn jemand aus Homburg... Also wie? Wenn jemand aus Homburg zur Ubuntu-Party kommt, soll bitte den Jenner Bescheid sagen. Der kann den mitnehmen. Kommt jemand aus Homburg? Okay, interessant. Gut, ich... Ja, ich weiß schon Bescheid, ja. Gut, ja, ich muss mich jetzt aus Gründen... Ja... Also wegen dem Zug muss ich mich jetzt auf den Weg machen. Aber ja, auf jeden Fall ja, verabschiede ich mich mal jetzt hier von dieser Runde. Also von dieser schönen Runde. Und ja, noch eine andere Sache. Wenn ihr noch für nächste Woche, falls ihr bis dahin leere Batterien habt, die könnt ihr mir gerne mitbringen, dann nehme ich die mit. Oh, wunderbar. Ja, ja, weil mich, wie gesagt, für die Leuchte hier kann ich die wunderbar verwenden. Aber ja, jetzt will ich das Ganze nicht weiter aufhalten und ja, dann noch viel Spaß. Ja, hallo, ich möchte mich auch mal zu Wort nehmen. Also noch ein Dank an Moritz, Riesenapplaus, war eine nette Unterhaltung und die Batterie leuchtet immer noch. Hallo, ich bin der Andi aus München. Ich bin heute
eher zufällig hier dienstlich. Ich habe von Montagsdemos von Beginn an gehört. Bin eher ein Typ, der nicht zu Montagsdemos geht, der eher von der Ferne betrachtet, eher gute Gedanken, Licht und Liebe hinschickt, um es mal so zu sagen. Habe jetzt eine Montagsdemo hier schon gesehen, eine in München. Und ich frage mich grundsätzlich, mein Thema ist jetzt, dass ich jetzt mal vielleicht ansprechen will, wie kriegen wir mehr Menschen ins Boot? Das ist eine gute Frage. Wir sind jetzt hier 10, 15 Leute vielleicht. In München waren wir knapp 100 Leute. Ich möchte von einer Montagsdemo in Erfurt erzählen. Da waren circa auch 60 Leute. Da gab es eine Gegendemo, eine Antifa-Bewegung, antideutsche Bewegung. Und die waren circa mit 60 bis 80 Leuten, also größer besetzt als die Montagsmahnwache an und für sich. Ja, die Leute sind mit Israel- und USA-Flaggen da gestanden und haben die Redner ausgebuht. Das fand ich ganz schlimm, weil ja hier bei den Montagsdemos grundsätzlich das private Organisationsgesetz gilt, um es mal so zu nennen. Und man da keine Gegenwehr hat. Es ist so, die Leute, die werden teilweise, habe ich mitbekommen, dass von Verdi intern, ich weiß nicht, Verdi ist keiner da, die da angeschrieben worden sind, dass die nicht zur Montagsdemo erscheinen sollen. Das Ganze zeigt ja eigentlich nur, dass das ganze System völlig verkorkst ist. So sieht's aus. Hast du die Demo gesehen? Ja, und die Frage ist, wie kriegt man mehr Leute hierher? Wie kann man die Aufmerksamkeit bei den Leuten erwecken? Wie bleiben die Leute so wie ihr hier stehen? Was geht hier ab? Was machen wir hier? Und ich habe mich das von Beginn an gefragt. Ich habe meine Arbeitskollegen im Büro angesprochen, habe gesagt, Alter, gib dir mal das da oben, was geht der schon wieder ab? Was zieht der da für einen Streifen? Die Flugzeuge und ja, wenn der Streifen nach 3 Stunden da ist, interessiert es die Leute immer noch nicht. Ich weiß nicht, habt ihr eine Idee, was man denen sagen kann? Ich habe mir schon Handzettel gemacht, die ich auf Montagsdemos verteilen wollte, privat, wo mal Stichworte draufstehen, Deutschland, Thema Souveränität, Deutschland befindet sich im Kriegszustand noch mit 56 Nationen. Das ist der einzige Grund, warum die USA und die NATO einmarschieren dürfen können, ohne irgendwas zu befürchten zu müssen. Das geht die Leute am Arsch vorbei. Wie bekommen wir die Leute ins Boot? Das betrifft jeden. Jeder Mensch ist da. Selbst wenn ich jetzt hier keine Kinder auf die Welt setze, weiß ich, ich komme wieder auf die Welt, wenn ich an Reinkarnation glaube, und sitze in der Scheiße übermorgen hier. Verdammte Scheiße, was ist los? Wir müssen alle zusammenhalten und müssen was machen. Sehe ich ja auch so. Erklären kann ich es mir auch nicht richtig, aber ich denke mal, den Leuten geht es einfach nur immer noch zu gut und die sind viel zu sehr mit ihrer eigenen Welt beschäftigt, das Hamsterrad am Laufen zu halten. Ob es Sinn macht, da braucht man nicht drüber reden. Ja, wie man mehr Leute herbekommt. Ich möchte einen kurzen Schwenk aus meinem Leben erzählen. Ich bin ziemlich lange schon alleine. Ich habe mich seit circa 8 Jahren mit dieser Thematik schon beschäftigt. Nicht nur mit diesen dunklen Themen, was passiert auf der Welt, wo werden wir vergiftet, wo werden wir verarscht, ausgebeutet, wo findet Kriegszustand in jedem Menschen statt. Ich habe mich per Blind Date mit einem Mädchen getroffen. Mir ist nichts Besseres eingefallen, als ihr die ganze Story vom toten Hund zu erzählen, was abgeht hier auf der Welt, dass wir uns morgen früh beim Zähneputzen vergiften, dass hier, ich erwähne es jetzt nicht, ganz böse Geschichten auf der Welt ablaufen. Das Ende vom Lied war, es war ein süßes Mädchen. Mach das nicht ein zweites Mal, lieber Andreas. Das war ein schlechter,
Geschichte. Also die hat einen Film bekommen, hat ihr Profil gelöscht sofort, ihr Bild gelöscht und wird wahrscheinlich auch nie wieder jemand anders treffen wollen. Hat die Identität angenommen? Wahrscheinlich. Ja, aber was macht man in dieser Situation? Ich bin jetzt in dem Boot und ich will nicht mehr zuhören müssen, wie, was für einen schönen Ring, welche tollen roten Schuhe die Dame hat. Das sind übrigens sehr toll. Das sind alles Themen, die tangieren einfach nicht mehr. Es ist viel mehr wichtiger, sich ganz ehrlich über diese Themen zu unterhalten, öffentlich. Und keine Angst zu haben. Ich verliere gerade den Faden. Vielleicht noch einen Punkt zum Schluss. Mach alles so lange, wie du dir noch ehrlich in die Augen schauen kannst im Spiegel. Solange ist es gut. Solange kannst du die Themen machen, solange du dir in die Augen schauen kannst. Und die Themen mach sie ganz mit vollem Herzen. Dankeschön. Gutes Schlusswort. Zum Thema, wie man mehr Leute herbekommt oder wie man das Ganze handhaben soll. Ich sag mal so, solange man es aus Überzeugung macht. Ich meine, ich weiß, warum ich hier bin und ich weiß, warum ich hierher komme. Wenn ich kann, bin ich immer hier. Und man sollte einfach bei sich selbst anfangen. Und wenn jemand sagt, ja, ich bin kein Redner und ich traue mich nicht hier vorne hin. Ich war vor ein paar Wochen, höchstens einen Monat, glaube ich, auch zum ersten Mal am Mikro. Und ja, es kostet schon natürlich Überwindung, aber irgendwann, da ist nichts dabei. Wir sind alle gleich. Und die Sache ist die, auch wenn man nicht hierher kommt, um irgendwas zu sagen, wenn man nur hierher kommt und einfach da ist, das bringt schon was. Wenn du nur dabei bist, wenn du nur jeden Montag einfach dich da hinstellst, hast du schon was gemacht. Ich finde das sehr wichtig. Ich möchte was anhängen. Also es ist nicht wichtig, nur hierher zu kommen und sich das anzuhören. Ich habe Freundinnen, Freunde kennengelernt, die sich in jüngerer Zeit erst mit diesen Themen beschäftigt haben und eigentlich daraus hinaus nur Wut und Hass entwickelt haben, wie schlimm das System ist, und sie dadurch in ein Rad geraten, das noch viel schlimmer ist, als wenn sie gar nichts wüssten. Das ist die Situation. Ja, Moment, das entscheidet jeder für sich selbst. Und das ist ja, was ich vorhin schon gesagt habe. Es gibt Alternativen, ich weiß es, ich habe mich damit befasst. Und das ist, was jeder für sich machen muss. Das kann ich für keinen übernehmen und das kann auch kein anderer für jemand anderen übernehmen. Das ist richtig, aber der Kriegszustand oder der psychologische Krieg findet ja in jedem Kopf selbst statt. So, wir werden getrimmt in der Schule, du musst besser sein als der Kollege. Davon sollte man sich lösen. Im Fußball gibt es immer einen, der besser ist. Ich bin immer gegen einen und so ist es halt auch, wenn du in dieser Schiene bist und nicht für dich erstmal die Entwicklung gemacht hast und plötzlich diese Themen vorgeworfen bekommst, dann drehen Leute durch. Wirklich. Ich habe Leute gesoffen, die reißen ihre Wohnung ab, die ziehen sofort raus in Selbstversorgung. Ob das ihre Lösung ist, kann man nicht sagen, aber das ist erstmal diese Ad-hoc-Situation, die in meinen Augen zu schnell ist. Klar, aber das ist ja, was ich schon mal gesagt habe, man sollte sich da nicht verrückt machen und auch bei den Montagsdemos, da sollte man sich nicht nur mit negativen Sachen, was in der Welt so alles schief läuft, sondern, wie wir heute auch hatten, sich einfach mal mit Alternativen befassen und darüber reden und ich würde mich freuen, wenn wir das auch mehr im Detail besprechen, diese ganzen Sachen. Ich meine, heute, das war ziemlich oberflächlich, aber ich wollte hier keinen 2-3-Stunden-Monolog halten, deswegen habe ich versucht, mich kurz zu fassen. Aber die Sache ist, es gibt Alternativen und man kann sich ja, wenn man sich hier nur trifft und sich dann vielleicht darüber austauscht, vielleicht als kurzer Vorschlag, es gibt ja das Thema Licht oder Leben, wie funktioniert das? Positive Gedanken, Wünsche ans Universum adressieren. Wäre vielleicht ein Punkt, dass man sowas als Tagesordnung mit raufnimmt. Das sind Themen, wo im Mittelalter die Kräuterfrauen auf dem Scheiterhaufen verbrannt worden sind. Die wussten das noch. Sollte hier vielleicht angesprochen werden. Zum Thema konstruktive Sachen. Unsere liebe Heidi wird jetzt gute Nachrichten vorlesen. Und die Ina.
nicht nur Schlechtes in der Welt. Mittlerweile sind wir auch auf der Suche nach positiven Nachrichten.